Hallo und herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den nächsten 14 Tagen in der Liebe auf dich zukommen wird. Diese Legung hier ist für die Erdzeichen, okay? Also schauen wir mal. Für die Erdzeichen bitte. Beachte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Ja, falls du zum Beispiel Aszendent Skorpion bist, dann schau auch bei den Wasserzeichen rein. So, okay. Schauen wir mal. Für die Erdzeichen bitte. Was kommt in den nächsten 14 Tagen in der Liebe auf die Erdzeichen zu? Bitte. Königin der Kelche. Okay. Du hast da mit Königin der Kelche bereits jemanden im Sinne. Okay. Und ich sag dir, was dieses Mal anders ist. Wen auch immer du hier im Sinne hast, dieses Mal sind deine Gefühle recht ruhig. Dieses Mal hast du weniger Jagdtrieb. Du musst abgeholt werden. Dieses Mal überlässt du das Ganze mehr dem Zufall oder eben dem Gegenüber, den Umständen, okay? Jagst nicht. Nein, dieses Mal jagst du nicht. Du bist da sehr ruhig diesbezüglich und es ist auch ziemlich interessant. Ich sehe dich hier generell sehr ruhig momentan und du hast das Gefühl, dass deine Ruhe, deine ruhige Art wie ein Donnerwetter bei diesem Menschen einschlagen wird. Sowas habe ich noch nie gesehen, wird dein Gegenüber sagen. Sagst du. Eine solche Ruhe, eine solche Entspanntheit habe ich noch nie gesehen. Das wird bei deinem Gegenüber wie ein Blitzschlag, wie ein Donner einschlagen, sagst du hier, und bist dementsprechend auch ziemlich entspannt in Bezug auf deine Wirkung, die du auf diesen Menschen haben wirst. Okay, gut. Drei der Kelche. Okay. Es gibt hier in den nächsten 2 Wochen eine Gelegenheit, um diesen Menschen anzutreffen. Mit drei der Kelche und Page der Kelche sehe ich, dass es durchaus möglich ist, dass du diesen Menschen tatsächlich mit deiner Ruhe schockieren wirst. Weißt du, was ich hier vor allem sehe? Ich sehe, dass hier in den meisten Fällen dieser Mensch älter ist wie du. Und das ist das Schockierende, dass du in deinem Alter, ja, in deiner Lebenslage emotional so viel reifer bist wie dieser Mensch hier. Es kommt hier in den nächsten 2 Wochen mit drei der Kelche eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, wo ihr zwei aufeinandertreffen werdet. Okay? Das ist nicht von dir antizipiert. Das kommt. Das kommt von selbst. Unerwartet wird das kommen und du wirst da ganz ruhig sein. Du wirst da ganz ruhig sein. Bei diesem Treffen, bei diesem Aufeinandertreffen wirst du ganz ruhig sein. Ganz entspannt. Fast schon ein bisschen nicht desinteressiert, aber einfach sehr neutral. Also schon so, dass da oder dieser Mensch sich schon fragen muss, ob du überhaupt interessiert bist oder nicht. Sehr neutral. 9 der Kelche hier. Dieser Mensch wird an dir interessiert sein. Und wie dieser Mensch interessiert sein wird. Liebe Erdzeichen, ich habe hier Kelch, hier habe ich auch Kelch. Ich ertränke fast ab so viel Romantik. Bei diesem Aufeinandertreffen, das hier in den nächsten 2 Wochen stattfinden wird, wird dieser Mensch sich direkt in dich verlieben. Anders kann ich es nicht interpretieren. Ich mag es nicht allzu viel, also ich mag es nicht zu viel zu versprechen, aber das ist das, was hier liegt. Du siehst es selbst. Oh mein Gott, sagt dieser Mensch, das ist genau die Person, die ich brauche. Das ist genau die Energie, die ich brauche. 3 der Kelche hier, 9 der Kelche hier, das macht 12. Mit 10 wird die Kartenreihe abgeschlossen. Mit 2 der Kelche geht es weiter. Und schau dir mal diese Figuren hier an. Schau dir mal die Figuren hier auf der Karte an. Das ist
Das ist eine reife Frau mit einem jüngeren Menschen, mit einer jüngeren männlichen Person, wenn man es so betrachtet. Ja? Und obwohl in den meisten Fällen das Gegenüber im Ausweis älter ist wie du, bist du hier die reifere weibliche Energie. Und das Gegenüber wird dich hier antreffen und sich sofort im Klaren darüber sein, dass es genau die Art von Mensch, dass du genau die Art von Mensch bist, die er, sie in seinem, ihrem Leben braucht. Prost! Ja. Genau dieser Mensch ist es, was ich brauche, sagt dieser Mensch, um meine 10 der Kelche zu haben, um mich innerlich erfüllt zu fühlen. Kelche stehen für Liebe. Ja, ja. Stehen für Emotionen. Die Emotionen werden hier sehr schnell stimmen. Der Eremit hier, ich sag dir was über dein Gegenüber. Dieser Mensch ist hier mit dem Eremiten schon seit einiger Zeit alleine. Der Grund dafür ist, dass sich dieser Mensch auf irgendetwas spezialisiert hat, das Alleinsein mit sich bringt. Vielleicht ist es ein Job, das so viel von einem abverlangt, dass man kein Privatleben mehr haben kann. Vielleicht geht es hier mit dem Eremiten darum, dass dieser Mensch einen geheimen Job ausführt. Ja. Und ja, nichts anfangen kann mit unentspannten Menschen, die da ständig nervös werden, nur weil er sie nichts vom Job erzählen kann. Mit dem Eremiten, oder sehe ich hier ganz stark so eine Spezialisierung eben hervorstechen hier. Mit dem Eremiten sehe ich, dass dieser Mensch mit dieser Spezialisierung, was auch immer das ist, sehr zufrieden ist, bekommt von da sehr viel Zufriedenheit. Und dementsprechend ist das eine Person, die nicht wirklich Action, Drama, Hin und Her, Katz-und-Maus-Spiele in der Liebe suchen. Nein, dieser Mensch braucht eine ruhige, entspannte Person, die weder jagt noch gejagt werden möchte, ja, und einfach nur entspannt, oder eine Entspannung, eine Ruhe in sein, ihr Seelenleben bringen kann. Ist ein sehr erfolgreicher Mensch auf seinem, ihrem Gebiet. Aber eben, ja, dieser Erfolg hat hier mit sich gebracht, dass er sie in seinem, ihrem Privatleben nichts am Laufen hat und braucht auch nichts am Laufen, kein Drama, nichts, das würde diesen Menschen hier ablenken. Das ist vor allem der Fall bei Menschen, die sehr kritische Aufgaben auch haben, zum Beispiel Chirurgen. Kannst vergessen, wenn der am nächsten Tag eine Operation hat, nee, dann ist das Handy lautlos ab 8 Uhr abends. Nein. Diese Leute werden nicht einfach so Chirurgen, gell? Also, oder das kann kein Drama ertragen, ist vielleicht auch ein spezialisierter Scheidungsanwalt, Scheidungsanwältin, kann dann nicht noch eine Scheidung mit dir erleben, zu Hause, jeden Tag, jeden Abend. Verstehst du, was ich meine? Braucht hier sozusagen jemanden an seiner, ihrer Seite, die entspannt ist, der entspannt ist und genau das hast du hier. Ja. Fühlst sozusagen diese Lücke. Das Emotionale. Ass der Stäbe. Ritter der Kelche, die Gefühle entwickeln sich hier sowieso sehr schnell beim Gegenüber. Hast du hier gesehen, wie ich diesen Menschen beschrieben habe? Recht langweilig, gell? Dieser Mensch wird dann hier mit Ass der Stäbe auf eine Art und Weise auf dich zukommen, die du niemals erwartet hättest. Nein. Wirst hier also sehen, dass dieser Mensch durchaus auch eine feurige Seite an sich hat. Okay. Es gibt noch bis heute Abend um Mitternacht gibt es 50% Muttertagsrabatt auf alle Fortsetzungen. Musst keinen Code eingeben, kannst du einfach zum Warenkorb legen und dann kommt es direkt. Wird direkt abgezogen. Okay, ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und diese Zeitkarten hier werde ich fragen, wann ihr aufeinandertreffen werdet. Ich werde dir dann hier einen Tag angeben, okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.